Guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Update Wirtschaft an der Frankfurter Börse. Ja, heute Streik bei der Bahn. Die Straßen waren ganz besonders voll. Das wird der ein oder andere heute gemerkt haben. Da passt doch unser heutiges Thema Öl. Der Ölpreis sinkt seit einiger Zeit und mit ihm auch die Preise an der Zapfsäule. Wir fragen da, wie geht's weiter? Das ist eines unserer Themen heute. Wir schauen außerdem auf einen Bereich im Handel, wo es wieder aufwärts geht, im Biomarkt nämlich. Und außerdem auf das große Ganze, auf die Wirtschaft. Wie ist es um den kranken Mann Europas? So hieß es ja schon einige Male bestellt, nämlich um die deutsche Wirtschaft. Dazu gleich mehr, aber erstmal jetzt zum Ölpreis und dazu, wie sich der fallende Rohölpreis auf unser Portemonnaie auswirkt. Tanken ist wieder billiger geworden. Der Dieselpreis ist sogar doppelt so stark wie Benzin gefallen in einer Woche. Ein Liter Diesel kostet jetzt 1,75, 5 Cent weniger als vor einer Woche. Der Preis für Super E10 ist um 2,5 Cent gefallen auf 1,77, so zumindest der vom ADAC errechnete Durchschnittspreis. Aber es hat etwas gedauert. Rohöl wurde schon vorher billiger. Wie geht's da weiter beim Öl? Generell verwundert der Rohölrückgang, der Preisrückgang schon ein bisschen. Er liegt inzwischen tiefer als vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Obwohl ja die fragile Lage in Nahost Sorgen bereitet. Warum? Das kann uns ganz gut erklären Frau Thülan-Wien von der Commerzbank, sie ist Rohstoffanalystin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Hallo. Wie passt denn das zusammen? Diese fragile Lage da in Nahost und der Ölpreis, der trotzdem sinkt. Ja, also in der Tat haben wir jetzt gesehen, dass diese geopolitische Risikoprämie, die den Ölpreis jetzt zeitweise deutlich nach oben getrieben hat, wieder ausgepreist wurde. Weil sich der Konflikt nicht wie von einigen befürchtet ausgeweitet hat auf andere Länder, trotz der anhaltenden Angriffe Israels in Gaza. Es erscheint auch immer unwahrscheinlicher aus Marktsicht, dass der Konflikt weiter eskaliert. Brisant würde es ja erst werden, insbesondere für die Rohölförderung, wenn ein ölförderndes Land sich an diesem Konflikt beteiligen würde. Im Fokus stand ja insbesondere der Iran. Natürlich ist dieses Risiko nicht komplett gebannt, aber zuletzt doch deutlich gefallen. Ein wichtiger Faktor ist ja auch die Wirtschaft, der Zustand der Wirtschaft, was die Wirtschaft nachfragt, insbesondere China. Wie ist da die Lage zu beurteilen? Also der Blick auf China zeigt ein gemischtes Bild eigentlich. Ja, die Ölnachfrage in China ist eigentlich extrem robust, überaus robust in diesem Jahr. Teilweise sind das Nachholeffekte, weil wir letztes Jahr ein sehr, sehr schwaches Nachfragejahr in China hatten, aufgrund der Effekte der Pandemie dort und der strikten Corona-Politik. Und wir haben in diesem Jahr eine Aufholung dieser Nachfrage gesehen. Aber wir sehen jetzt auch eine Normalisierung. Ja, dieser Effekt ist jetzt langsam durch. Und so langsam normalisiert sich die Nachfrage. Und wir sehen in der Konjunktur durchaus Schwächeanzeichen. Und das wirft Fragen auf, wie robust die Ölnachfrage in Zukunft bleiben wird. Es versucht ja die OPEC auch den Preis zu treiben, indem sie die Produktion verknappt. Es gibt aber einige Länder, die da durchaus den Ölhahn aufdrehen. Was wird sich jetzt durchsetzen? Ja, es gibt einige Länder, insbesondere der Iran, wo die Rohölproduktion in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. Der Iran ist nicht an Produktionszielen gebunden innerhalb der OPEC, aufgrund der Sanktionen eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass die Rohölproduktion trotzdem gestiegen ist, was vermuten lässt, dass diese Sanktionen insbesondere durch die USA nicht mehr strikt durchgesetzt wurden. Auch hier steht sicherlich ein Fragezeichen dahinter, ob die Rohölproduktion im Iran auf dem Niveau gehalten werden kann angesichts des Konflikts in Nahost und der Position, die der Iran da eingenommen hat, insbesondere gegenüber den USA. Aber momentan ist es so, dass die Rohölproduktion dort steigt, im Rest der OPEC tendenziell gefallen ist. Und das dürfte aber erstmal so bleiben. Wie wird jetzt die OPEC dann reagieren? Noch weiter verknappen kann ja auch nicht das Rezept sein.
Also es ist nicht vollkommen auszuschließen, aber ich glaube, dafür müsste der Ölpreis noch deutlicher fallen. Also deutlich unter die 80-Marke bei Brent. Das ist aktuell ja nicht der Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass insbesondere Saudi-Arabien, was ja auch nochmal freiwillige Produktionskürzungen beschlossen hatte Mitte des Jahres, dass sie diese fortsetzen in das kommende Jahr als eine Maßnahme, um den Ölpreis zu unterstützen. Und wir reden hier immerhin von 1 Million Barrel pro Tag. Das ist durchaus auch recht viel und würde den Ölpreis stützen, sollten sie tatsächlich dies verkünden. Jetzt sagt die OPEC ja, die Spekulanten sind schuld. Ja gut, das ist immer eine gerne, also wird immer gerne von der OPEC angeführt. Ich sage ja immer an den Spekulanten, ich meine, was ist es? Wir brauchen irgendwo Spekulanten am Ölmarkt, weil diese auch natürlich Liquidität bringen. Weil die bestimmte Sachen auch absichern. Ganz genau. Also es ist, wir brauchen die Gegenseite. Insofern, ich glaube eher, was die OPEC hier nicht sehen will, ist, dass wir einfach Nachfragesorgen im Markt haben, die natürlich den Ölpreis drücken. Die Internationale Energieagentur, die hat jetzt für 2023 zumindest vorausgesagt, dass da die Nachfrage eben gar nicht so schlecht aussieht. Durchaus. Also natürlich, die Nachfrage ist momentan immer noch steigend, wobei das Wachstum natürlich deutlich abgenommen hat in den letzten Jahren. Natürlich zuletzt natürlich auch pandemiebedingt, ganz klar, aber in der Tendenz lässt das Nachfragewachstum nach. Die Aussichten stehen gut, dass wir ein Nachfragehoch erreichen. Aber es wird sicherlich noch dauern, bis wir wirklich einen Rückgang der Nachfrage sehen werden. Also die Wirtschaft, hoffen wir, erholt sich wieder. Die würde dann tatsächlich wieder mehr nachfragen. Ja? Deshalb ist dieser Punkt so wichtig. Definitiv. Also momentan sind wir noch an einem Punkt, an dem die Nachfrage natürlich sehr konjunkturabhängig ist. Und wir sind auch nun mal noch sehr abhängig von Öl. Das muss man auch ganz klar sagen, als Energieträger. Und bis sich das ändert, dürfte die Nachfrage erstmal steigen, wenn auch die Konjunktur sich wieder besser entwickelt. Was passiert, das ist für alle Autofahrer wichtig, was passiert beim Benzinpreis, was beim Heizölpreis auch? Tatsächlich waren die Preise ja zeitweise sogar deutlicher gestiegen als der Rohölpreis. Das lag auch unter anderem daran, dass Raffinerieaktivitäten runtergefahren wurden. Das heißt, weniger Rohöl verarbeitet wurde in Ölprodukte. Und hier kommt es sehr stark darauf an, ob sich diese Aktivität normalisiert. Wir sehen insbesondere in China eine gewisse Normalisierung. Und insbesondere von hier könnte Entlastung kommen, wenn Ölprodukte aus China verstärkt exportiert werden. Aber aktuell sieht es danach aus, dass die Marge zwischen Rohöl und Ölprodukten noch relativ hoch bleiben wird. Aber auf Sicht des kommenden Jahres, im Laufe des kommenden Jahres, würde ich von einer Normalisierung hier bei den Raffinerieaktivitäten ausgehen. Also nächstes Jahr könnte es sinken. Danke, Tülay Yin von der Commerzbank. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Ja, die Inflation geht etwas zurück. Heißt ja nicht, dass die Preise sinken, sie steigen immer noch, aber eben eine nachlassende Inflationsrate heißt, sie steigen nicht mehr so stark. Das heißt auch, Einkaufen reißt weiterhin ein großes Loch in unser Portemonnaie und da achten viele Verbraucher verstärkt auf den Preis. Kaufen preisbewusst, achten weniger auf andere Kriterien, auf zum Beispiel Bio oder eben, ob die Produkte aus der Region sind, damit eben der Joghurt nicht hunderte Kilometer durchs Land gekarrt wird, bevor er bei uns im Kühlschrank landet. Regionalität also. Das war mal ein Kaufargument für Kunden, wofür man auch bereit war, mehr zu zahlen. Aber dieses Kaufargument, das zieht nicht mehr. Wenn Landwirt Andreas Westenrieder seine Kühe melkt, tut er das nicht für irgendeine große Molkerei, sondern für seine eigene kleine Minimolkerei. Ein gutes Gefühl. Du malst in der Früh deine Milch. Es geht dann über in die Molkerei und verarbeitest das, die Milch, was du in der Früh gemolken hast, weiter zu Joghurt und Käse und Topfen. Macht auf alle Fälle Spaß. Ja. Hauptprodukt in der kleinen Molkerei in Obersöchering bei Weilheim ist der Heumilchjoghurt. Und damit der nicht weit zu den Kunden transportiert werden muss, hat sich Westenrieder der Regionalvermarktungsinitiative Unser Land angeschlossen.
Das lief ganz gut, bis vor einem Jahr. Da brach plötzlich der Absatz von seinem Joghurt um 50% ein, weil Kunden verstärkt zu Billigangeboten greifen. Andreas Westenrieder macht sich große Sorgen. Ich muss liquide bleiben, also muss ich meine laufenden Kosten decken können. Und natürlich, wenn die Umsätze überall schwinden, dann bereitet das einen schon Kopfzerbrechen. Ja. Doch nicht nur der Absatz ist eingebrochen, gleichzeitig sind auch die Produktionskosten enorm gestiegen. Für die Verpackung zum Beispiel um 15%. Adriane Schuha bemerkt diese negative Entwicklung bei allen 300 Erzeugern, die für die Unser Land-Initiative produzieren. Es ist 5:12, muss man ganz klar sagen. Es bricht dauernd etwas weg. Es steigen bei unserem Netzwerk Erzeuger aus, die das einfach nicht mehr abbilden können. Und was mal weg ist, ist einfach definitiv weg. Das Unser Land-Netzwerk ist kein Unternehmen im herkömmlichen Sinn. Es besteht aus mehreren Solidargemeinschaften mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, denen es weniger um Profit, sondern vor allem um den Erhalt der regionalen Vielfalt geht. Auch kleinere Betriebe wie der von Andreas Westenrieder bekommen so eine Absatzmöglichkeit. Es ist ein Familienbetrieb. Es wird nachhaltig gewirtschaftet. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben bei den regionalen Produkten diesen Klimaschutz durch kurze Wege. Und das alles sind mehr Werte, die man im Endeffekt hat, wenn man ein regionales Produkt kauft. Die Unser Land-Initiative ist nicht der einzige Regionalvermarkter, der von erheblichen Umsatzeinbußen berichtet. Laut Bundesverband der Regionalbewegung hat der Negativtrend ganz Deutschland erfasst. Und es ist schwer abzuschätzen, ob oder wann sich dieser Trend irgendwann wieder umkehrt. Krise bei den Regionalvermarktern, keine Besserung in Sicht. So ging es auch den Bioherstellern. Wir schauen mal, wie die Lage dort aktuell ist. Und das frage ich nach bei der Marktanalystin für Ökolandbau bei der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft AMI. Schwieriges Wort. Schönen guten Morgen, Frau Diana Schaak. Ja, einen schönen guten Morgen auf meiner Seite. Hallo. Wie sieht es denn auf dem Biomarkt aus? Ja, ich kann vom Biomarkt noch anderes berichten als hier vom Regionalmarkt, was wir eben gesehen haben. Also der Biomarkt wächst wieder seit Mai. Überschreiten die Umsätze die Vorjahreswerte. Aber da muss man natürlich erstmal einen Blick zurückwerfen, was war letztes Jahr. Letztes Jahr gab es insbesondere nach der Einsetzen der Inflation, also nach Beginn des Krieges, doch deutlichen Einbruch, so ab Mai, Juni, als die Preise so stiegen und dann im Herbst nochmal ziemlich stark, als auch die Medien immer mehr darüber berichteten, welche Kosten alle gestiegen sind. Und die sind natürlich definitiv, wissen wir alle, gestiegen. Die Heizkosten, Transport, Arbeitskosten, alles ist gestiegen. Und dadurch saß einfach das Portemonnaie viel tiefer in der Tasche. Und diesen Rückgang, den wir letztes Jahr zu verzeichnen hatten, also es waren minus 3,5% dann über das gesamte Jahr gesehen im Umsatz für Bioprodukte, den holen wir jetzt wieder auf. Also wir haben seit Mai dann wieder steigende Werte, zum Teil sogar zweistellig in manchen Monaten. Und insgesamt übers Jahr gesehen sind wir jetzt bei einem Plus von 2,8%, das ist dann Januar bis September. Also das sind so die Monate, von denen wir bisher Daten haben. Wie groß war denn die Krise? War das auch existenzbedrohend oder hielt sich das noch alles im Rahmen? Ja, es ist schon sehr schwierig gewesen, insbesondere für verarbeitende Betriebe. Also da ist eigentlich das größte Manko, die verarbeitenden Betriebe hatten hohe Rohstoffpreise zu zahlen, haben höhere Kosten gehabt für Arbeit, für Energie und haben dann auf der anderen Seite den Handel, der die ganze Zeit versucht, die Preise zu drücken und sind da eingequetscht. Und genau dieses Problem haben wir auch weiterhin. Deswegen ist es auch so schwierig, neue Unternehmen zu finden, die sich jetzt trauen, investieren und in den Biomarkt einsteigen, also insbesondere in diesen Zwischenstufen. Es ist gar nicht so schwierig, auch nicht einfach, aber Landwirtschaftsbetriebe zu finden. Aber die Verarbeitung ist eigentlich ein größeres Problem. Ja. Wobei ich fand, dass die Preise jetzt für Bioprodukte, also weil Sie sagten, das Portemonnaie sitzt nicht so locker, die Preise für Bioprodukte, die sind gar nicht so stark gestiegen wie sonst andere Produkte im Handel. Stimmt das?
Das ist richtig, das ist richtig. Auf jeden Fall hatten wir viel kleinere Preissteigerungen als für konventionelle Lebensmittel. Also um mal Beispiele zu nennen, für alle frische Produkte hatten wir ungefähr 10% im ersten Halbjahr 23 Preissteigerung gegenüber dem letzten Jahr. Und für Bioprodukte waren es dann nur die Hälfte davon ungefähr. Also es war deutlich weniger. Teil davon ist natürlich Prozentrechnung, weil die Preise sowieso schon höher waren. Aber ein Teil davon ist auch die Abwanderung in die Discounter. Das wäre jetzt auch noch das nächste Thema, was wir hier beobachten. Dort werden einfach günstigere Preise aufgerufen und daher sinken die Preise für Bioprodukte insgesamt. Ja. Jetzt gibt es einen Vorstoß der Bundesregierung, also da ist man wohl schon länger dran, dass der Anteil von Bio erhöht werden soll auf 30%. Ist das eine sinnvolle Aktion? Kann das helfen? In jedem Fall ist das eine sinnvolle Aktion. Wie weit wir in der kurzen Zeit, die wir jetzt nur noch haben, bis 2030 da wirklich hinkommen, ist die andere Frage. Wir haben ja im Moment 11% Bioanteil in der Fläche und müssen dann noch ungefähr verdreifachen die Fläche, um auf die 30% zu kommen. Das ist schon noch. Also in der Fläche heißt beim Ackerbau sozusagen, sollen 30% der Flächen bio bewirtschaftet werden. Der landwirtschaftlichen Fläche, da zählt ja dann auch das Grünland dazu. Genau. Und wünschenswert wäre, da auch noch in Richtung Handel zu gehen? Genau. Und entscheidend ist hier natürlich eher, was verkauft wird. Also, dass auch im Laden viel höhere Anteile liegen, so dass die Produkte, die wir dort produzieren, auf den 30% Fläche natürlich auch ihren Weg zu den Kunden finden. Das ist ja genauso entscheidend. Und dann haben wir natürlich in der Fläche die ganzen Auswirkungen, was Biodiversität, Nachhaltigkeit und so weiter angeht, die dann eben auf 30% der Fläche zu finden sind und nicht nur auf 11, wie es bisher ist. Ja. Wünschenswert wäre es also. Mhm. Vielen Dank, Diana Schark vom AMI. Ich mach's mal kurz. Schön, dass Sie in der Sendung waren. Ja, der Biomarkt erholt sich beim Rest der Wirtschaft, der gesamten deutschen Wirtschaft. Ist das nicht ganz so klar? Die steht ja mit einem Bein in der Rezession. Viele Branchen klagen. Zuletzt war es in dieser Woche der Handel, der befürchtet, dass das Weihnachtsgeschäft zu knapp ausfallen könnte. Wie ist es um die deutsche Wirtschaft bestellt? Wie schlecht? Es war ja immer von dem kranken Mann Europas die Rede. Da ist es dann immer mal wieder gut, Ökonomen zu dem Gesundheitszustand der deutschen Wirtschaft zu befragen. Und da frage ich mal nach bei Carsten Mumm von Donner & Reuschel, Chefvolkswirt. Schönen guten Morgen erstmal. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Frau Seidel, schönen guten Morgen, ich freue mich da zu sein. Wie ist es denn, oder vielleicht muss man eher fragen, wie ist denn der Krankheitsbericht der deutschen Wirtschaft? Ja, man muss sagen, die deutsche Wirtschaft hat zurzeit zwei Symptome oder zwei Infekte, um das vielleicht so auszudrücken, die sie zu verarbeiten hat. Das ist zum einen eine zyklische Schwäche vor dem Hintergrund, dass wir global eine Nachfrageschwäche haben, dass wir eben einen Konjunkturabschwung haben. Diese Konjunkturzyklik hat den Vorteil, dass sie sozusagen immer von oben nach unten schwingt, aber auch wieder nach oben schwingt. Also da besteht die Hoffnung, dass wir insbesondere im nächsten Jahr zumindest eine leichte konjunkturelle Stabilisierung sehen. Aber dann gibt es eben auch diesen zweiten Punkt oder diese zweite Diagnose, das ist einfach eine strukturelle Wachstumsschwäche, die die deutsche Volkswirtschaft auszuhalten hat. In erster Linie, weil in den letzten drei Jahren ganz viele sehr grundlegende, fundamentale Veränderungen global wirtschaftlich stattgefunden haben, die oder auf die sich jetzt die deutsche Volkswirtschaft erstmal einstellen muss. Kommen wir gleich nochmal zu diesen strukturellen Problemen. Erstmal schauen wir uns an, jetzt gerade ist Berichtssaison, ist ein großer Teil schon durch. Kann man da was ablesen zu dem Gesundheitszustand, also an den Unternehmensgewinnen zum Beispiel? Also es ist relativ schwer, daraus direkt zu schlussfolgern auf den Gesundheitszustand der deutschen Volkswirtschaft, weil gerade natürlich die großen börsennotierten Unternehmen einfach global aktiv sind und ja diverse Geschäftstätigkeiten regional über die ganze Welt diversifiziert haben. Aber was man zumindest erkennen kann, ist, dass die Unternehmensberichtssaison schwächer ausgefallen ist, als es in den vorangegangenen Quartalen der Fall war. Und aus meiner volkswirtschaftlichen Perspektive sehe ich den Grund vor allen Dingen daran, dass es in den vergangenen Quartalen trotz Kostenexplosionen, die die Unternehmen ja zu verarbeiten hatten, gelungen
ist, die Margen eigentlich in sämtlichen Bereichen stabil zu halten. Entsprechend stiegen die Unternehmensgewinne weiter. Man hat eben die Kosten auf die Endverbraucherpreise umgelegt. Und das funktioniert jetzt nicht mehr so. Und der Hintergrund ist, dass natürlich auch der Konsument merkt, dass die Preise sehr stark gestiegen sind und entsprechend eben hier einfach differenziert werden muss, globalwirtschaftlich, auch in der Industrie, die Auftragslage nicht mehr ganz so rosig ist wie noch vor einigen Monaten. Und das heißt eben, dass die Margen erodieren oder beginnen abzurutschen. Und das merkt man je nach Branche unterschiedlich, aber insgesamt betrachtet in diesen Unternehmensberichts. Also schon noch eine wackelige Geschichte. Wie sieht es denn strukturell aus? Das hatten Sie angesprochen. Es ist ja immer wieder davon die Rede. Viele Unternehmen klagen, dass am Standort Deutschland die Bedingungen nicht ideal sind, dass in den USA mehr subventioniert wird, die Bedingungen auch besser sind. Könnte da die Politik mehr tun, um den Standort zu verbessern? Ja, unbedingt. Ich glaube, die Politik muss ganz dringend mehr tun. Wir stehen eben heute vor einer Situation, wo, ich möchte es mal so umschreiben, das Geschäftsmodell Deutschlands, und ich nenne das exportorientierte Industrie, weil das einfach der wichtigste und erfolgreichste Faktor ist für die deutsche Wirtschaft, das hat 30, 40 Jahre lang perfekt funktioniert in der Zeit, wo wir lohnintensive Arbeit auslagern konnten, wo wir weltweit unsere Absatzmärkte gefunden haben, wo wir fossile Energie aus Russland sehr günstig bekommen haben und insgesamt die Lieferketten funktioniert haben. Und all diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die haben sich doch als fragil erwiesen in den letzten Jahren. Und das ist der Grund, warum man dieses Geschäftsmodell Deutschland, exportorientierte Industrie, ein Stück weit überarbeiten muss. Und was sind die Dinge, die wir angehen müssen? Das geht aus Umfragen hervor, beispielsweise unter Unternehmen, aber auch im internationalen Kontext. Natürlich sind das die alten, bekannten Faktoren. Die Kosten sind zu hoch. Lohnnebenkosten, Energiekosten. Dann haben wir natürlich das Thema, dass die Verwaltung sehr langwierig ist, dass die Bürokratie ausartet teilweise und das Verfahren einfach viel zu lange dauern. Und dann haben wir natürlich auch noch den Punkt des Fachkräftemangels. Das sind alles die Punkte, die die Politik angehen muss, wo die Politik die Rahmenbedingungen ändern muss und kann, wo aber auch Unternehmen sich, glaube ich, umstellen müssen. Ein wichtiger Punkt, der gerade alles, um den sich alles kreist, die Inflation. Da kommt die Inflation zurück. Diese Woche gab es da auch Daten aus den USA und auch eine entsprechende Reaktion an den Börsen. Vielleicht schauen wir uns erst noch mal die Börsen an. Wir schauen einmal auf den DAX. Der hatte ja an zwei Tagen fast 3% gewonnen. Heute sollte es eine Verschnaufspause geben, gibt es aber nicht. Nochmal 0,4% plus. In den USA gab es gestern auch eben kleine Pluszeichen, wieder mal. Nur in, also an allen Ballen drei Indizes, aber kleine Pluszeichen. Nur in Asien, da gaben die Börsen heute nach. Der Nikkei vielleicht verständlich, weil da die Wirtschaft schrumpft. Die Notenbank unterstützt das zwar mit Lockergeldpolitik. Außerdem haben wir noch den Asien-Gipfel, da kommen wir auch gleich zu. Erstmal zu der Inflation und der damit verbundenen Frage danach, was die Notenbanken machen. Da wird ja gefeiert, als wenn die Leitzinsen extrem wieder reduziert werden. Ist das realistisch? Nein, das ist aus heutiger Sicht nicht realistisch. Man feiert zunächst einmal, dass der Leitzinsgipfel wahrscheinlich erreicht wird oder ist. Und das würde ich erwarten, dass sowohl in den USA als auch in der Eurozone, die EZB, in beiden Regionen findet im Dezember noch eine Notenbanksitzung statt. Und ich denke nicht, dass es weitere Leitzinsanhebungen gibt, weil der Inflationsdruck eben schon deutlich nachgelassen hat. Und das ist zunächst einmal die Komponente, die, wie Sie es eben beschrieben haben, gefeiert wird, weil der Zins, und das zeigt diese Entwicklung auch oder diese Reaktion, der Zins, und zwar Notenbank induziert am kurzen Ende bei kurzen Laufzeiten und aber auch bei längeren Laufzeiten, der Kernbelastungsfaktor ist an den Märkten in meinen Augen seit anderthalb bis zwei Jahren, also seitdem die Zinswende eingeläutet wurde von den Notenbanken, weil das eine Situation ist, die ist eben auch völlig anders als in den vergangenen Jahren. Staaten, Unternehmen oder auch Private, die Hypothekenfinanzierung refinanzieren beispielsweise, stehen jetzt eben vor der Situation in den kommenden Monaten, dass sie zu deutlich höheren Konditionen refinanzieren müssen. Und das bremst die Wirtschaft in den kommenden Monaten weiter ab. Das ist auch ein Grund, warum die Notenbanken gar keine Leitzinserhöhung mehr umsetzen müssen. Also insofern, das ist der Punkt, die Zinsen steigen zunächst einmal nicht weiter. Wichtiger Punkt sind ja auch die belasteten Beziehungen zwischen USA und China oder auch Europa und China. Jetzt gibt es den Asien-Pazifik-Gipfel. US-Präsident Biden hat zum Auftrag Chinas Staatspräsidenten Xi getroffen. Da scheint es eine Annäherung zu geben. Ist das realistisch?
glaube, das ist realistisch. Ich glaube, es ist im Sinne beider Staatsoberhäupter oder Staatsführer, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt. Man muss natürlich sagen, es wurden sehr heikle Fragen auch ausgeklammert. Man hat nicht über die Taiwan-Frage gesprochen, aber der Fakt, dass man überhaupt gesprochen hat, sich an einen Tisch zusammengefunden hat und sehr lange ja auch gesprochen hat, also viele Themen andiskutiert hat, angefangen von der Drogenproblematik in den USA über verschiedene Sanktionen bis hin zu dem Punkt, dass die militärischen Führer und Führerinnen jetzt wieder miteinander sprechen. Das ist eigentlich das eigentlich positive Signal in meinen Augen. Ich glaube, beide wollen keine zusätzliche Eskalation und beide sind eher auf dem Kurs, dass man ein moderates, gutes Verhältnis miteinander haben möchte. Einmal durch die ganze Weltwirtschaft mit Carsten Mumm von Donner und Reuschel. Danke für diesen großen Überblick. Sehr gern. Ja, und wir werfen noch einen Blick auf morgen. Da wird es voll hier auf dem Parkett mit Zweit- und Viertklässlern, nämlich zum Vorlesetag. Bundesweit gibt es diesen Vorlesetag morgen und eben auch hier auf dem Parkett. Wir nehmen das zum Anlass, um zu schauen, wie wichtig ist Lesen für die Bildung und wiederum Bildung und Ausbildung für jeden Einzelnen natürlich, aber auch für die Wirtschaft. Und solche Effekte wie Bildung, wie die auf Wirtschaft wirken, die kann man sogar berechnen. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Ich sage tschüss, bis morgen.